Wie füge ich einen RFID-Chip bzw. einen neuen Nutzer zu unserem Wattpilot hinzu? Das erfahren Sie in unserem heutigen Video. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, für dieses Video verwenden wir die App-Version Version 1.5.0 und natürlich sämtliche Einstellungen, die Sie in der Solar Wattpilot App treffen, können Sie mit der Funktion Wattpilot auf Werkseinstellungen zurücksetzen wieder revidieren. Schauen wir uns also an in unserer Solar Wattpilot App, wie wir jetzt die Einstellungen für den neuen RFID-Chip verwenden können. Hierfür gehen Sie einmal auf den Punkt Einstellungen in der Solar Wattpilot App und unter dem Punkt Sicherheit haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, auf den Reiter ID-Chips zu klicken. Hier in den ID-Chips sehen wir, der erste Nutzer, der ist schon hinzugefügt und wir wollen jetzt einen zweiten Nutzer in Form von einem RFID-Chip hinzufügen. Hierfür klicken wir auf einen der freien Nutzer und halten den RFID-Chip, den wir anlernen wollen, einfach auf die Frontseite des Geräts. Dann klicken wir in der App auf ID-Chip anlernen und damit wird der ID-Chip dann zum Wattpilot hinzugefügt. Man sieht, die LEDs auf der Frontseite, die werden dann grün und damit ist der RFID-Chip erfolgreich angelernt und wir haben einen neuen Nutzer in der App hinzugefügt. Ja, Sie können sich diese Detailwerte und natürlich auch die Energiewerte herunterladen und das machen Sie einfach in der Rubrik Laden und scrollen dann hinunter zu dem Punkt Reichweite. Hier haben Sie dann den Link Verbrauch pro Nutzer, hier klicken Sie drauf und haben dann auf der rechten Seite den Punkt Herunterladen. In diesem Punkt können Sie dann eine CSV-Datei erstellen und können dann Ihre detaillierten Energiewerte, also Energiewerte pro Nutzer, pro ID-Chip, können dann herunterladen und haben dann eine detaillierte Aufsichtung, wer hat wie viel geladen und zu welcher Zeit wurde geladen. Ja, hierfür können Sie natürlich beliebige RFID-Chips verwenden. Sie können die Fronius ID-Chips verwenden oder auch andere RFID-Chips verwenden. Ja, einen zweiten Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte, das ist die Zugriffsverwaltung auf das Gerät. Hierfür gehen wir wieder unter den Punkt Einstellungen und unter dem Punkt Sicherheit gibt es dann den Punkt Zugriffsverwaltung. Hier klicken Sie dann in die Zugriffsverwaltung rein und haben dann hier die Möglichkeit, die Authentifizierung entweder offen zu gestalten, das heißt, sobald angesteckt wird, das Fahrzeug an den Wattpiloten, startet die Ladung. Oder wenn Sie den Wattpiloten öffentlich oder halböffentlich installieren, dann können Sie die Authentifizierung erforderlich machen. Das tun wir jetzt hier mit dem Klick auf Authentifizierung erforderlich. Und damit können nur mehr registrierte Benutzer mit dem RFID-Chip die Ladung am Wattpilot starten und somit ist eine Nutzung von externen Personen ausgeschlossen. Auf der Unterseite dieser Seite können Sie dann außerdem noch die Modulauswahl sperren und die Stromstufenauswahl sperren, um zu verhindern, dass eine fremde Person die Stromstufen am Wattpilot ändern kann oder die Modulauswahl zwischen Eco-Mode und Next-Trip-Mode verändern kann.